Moin Freunde und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein bisschen angezockt. Willkommen zurück, tägliche Belohnung 306k und 1,53k von den Dias. Wir spielen heute Farm Together. Ich habe das mal mit Kev und mit Danny eine Zeit lang gezockt. Also wir haben so eine kleine Farm. Oha, gab es ein Grafik-Update? Da habe ich nicht so in Erinnerung. Aber das ist jetzt so ein Classic-Farm-Game einfach. Was schon auch ziemlich funny ist. So voll, was für voll. Das war eh egal, oder? Ja, wir kriegen trotzdem Kohle. Bisschen was haben wir da? Das ist halt legit so wie Farmerama. Falls es noch jemand von euch kennt, das war so ein, ja, so ein Online-Game einfach früher. Es war relativ funny. Und ich würde sagen, wir nehmen irgendwas, was relativ lang dauert auch, weil ich habe keine Ahnung, wann ich das nächste Mal reinschauen werde. Ein Tag, zwei Tage. Wait. Ah ja, genau, das war ja anders. Also wir bekommen da auf jeden Fall auch XP fürs Pflanzen und so weiter. Das seht ihr, glaube ich, eh. Das kostet halt ein bisschen was. Obwohl 100 für den Kürbis echt klar geht, weil da kriegen wir relativ viel raus. Man muss auch tanken fahren, sieht man auch links oben. Wir haben da halt, wie gesagt, echt relativ viel aufgebaut in ziemlich kurzer Zeit und dann halt nicht mehr zockt. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich zeige das Game trotzdem mal. Ich weiß, genau, so war das. Einfach dann rechtsklick und jetzt kann ich gießen damit oder bewässern, keine Ahnung, wie man es nennen will. Und jetzt fahre ich da einfach mal drüber. Und dann sind die gut to go und wachsen. Das ist halt auch geil. Ich glaube, man muss sie nur einmal gießen und dann wachsen die ganze Zeit so. Ja. Bei der Zapfsäule kann ich nachfüllen. Das seht ihr eh auch. Und da haben wir halt ganz, ganz viele Felder. Wenn ich da nach hinten fahre, ist halt noch was. Roggen. Bäume haben wir da. Und da hinten, wenn ich jetzt mal... Irgendwo haben wir auch so TP-Dinge, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das genau das war einzeln, weil da Bäume drin waren. Wir haben dann angefangen, das Ganze umzubauen. Und dann habe ich so ein bisschen... Wait. Ah, da hinten, ja. So ein bisschen bei YouTube-Videos nachgeschaut. Und das sind halt Blumen. Und da gibt es auch so... Genau. Da wird gefischt. Da kann man alles auf einmal auch rausziehen, glaube ich. Oder auch nicht. Dann war es so. Oder waren das die Angestellten, die das gemacht haben? Kann ich dann auf jeden Fall hergehen. Kann den einstellen mit den Tickets. Und der fängt an, das alles automatisch abzufarmen. Ich habe halt mehrere davon da. Also machen die das automatisch eine Zeit lang. Da hinten haben wir dann halt wieder ein Feld. Und das sind halt richtig viele verschiedene Pflanzen auch. Weil die halt... Die erntet man einfach nur ab und das war's. Deswegen hat das Sinn gemacht, als wir das wirklich regelmäßig gespielt haben, dass wir das so machen. Weil man kann auch einfach so einen Double Jump am selben Feld machen. Und dann wächst es direkt wieder nach. Also ja, wir haben da eine Zeit lang echt ziemlich... Ich will nicht sagen, dass wir so reingegrindet haben, weil es eigentlich nicht so war. Wir haben es relativ kurz nur gespielt, aber wir halt lang am Anfang. Und dann sind wir irgendwie zu dem Endergebnis kommen. Und da auch, zack, zack, die Äpfel. Ich weiß gar nicht, ob ich mich gerade noch an alles erinnern kann. Aber... Ja, keine Ahnung, wie das da war. Ah ja. Füttern.
Irgendwelche Bäume haben mir nämlich auch Diamanten gebracht, aber ich weiß nicht mehr, welche das waren. Und ich glaube, ich kann. Genau, das war jetzt ein Pot, deswegen hat es da alles rausgezogen. Und da sind es halt verschiedene, deswegen. Ist glaube ich ein bisschen blöd. Oder die haben das gepatcht, weil ich glaube echt, dass es am Anfang so war, dass man alles einfach rausziehen hat können. Auf einmal. Weiß nicht, warum der Lachs weniger jetzt wieder mehr wert oder was? Roter Drachenkopf. Ja, da. Jetzt haben wir alles rausgezogen anscheinend. Keine Ahnung, was die Quietscherente da drin macht. Ich wusste nicht mal, dass da einer drin ist. Und ja, das ist halt so ein Classic Farm Game. Ist ganz nett gemacht, finde ich. Ist einfach, ja, so für zwischendurch, wenn man mal nicht weiß, was man zocken soll, kann man da ganz gut seine Zeit reinstecken oder auch so nebenbei, wenn man irgendwie fünf andere Games zockt, aber oder zwei andere Games zockt, die man richtig grindet und dann ist man abgefuckt von beiden. Will mal irgendwie Abwechslung haben, dann da einfach rein und auf chillig mit ein paar Friends, das bockt auf jeden Fall. Und mir hat es auch echt Spaß gemacht, aber ja, irgendwie mit dem Warten und so und dann ist man nicht zusammengekommen, dann hat man mal alleine gespielt und dann ist es natürlich auch für die anderen blöd, dass man da quasi dann schon relativ viel hat. Aber so an und für sich eigentlich ein ganz nettes Game. Wie gesagt, bei dieser Series möchte ich euch halt einfach nur ziemlich viele Games auch zeigen, die ich unter anderem auch schon gespielt habe oder dann halt anzock, wenn es soweit ist. Weil das sind bei mir echt einige, aber ich habe halt auch ein paar, wo ich mir so denke, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt ich muss nicht unbedingt reingrinden, das Game streamen und so, sondern ich will euch das einfach nur so zeigen für 10, 15 Minuten, dass es das gibt und ja, dass es auch ganz nett sein kann hin und wieder. Das ist so mäßig der Sinn hinter der Series. Und auch wenn ich dann vielleicht irgendwann später mal wieder Bock auf Zocken habe, nach längerer Zeit und nicht weiß, was ich zocken soll, dann gehe ich auf meinen YouTube-Kanal und dann schaue ich einfach, was habe ich damals zockt. Und vielleicht ist dann ein Game dabei, wo ich mir denke, okay, das war schon cool damals, das zocke ich jetzt wieder. Aber ja, wie gesagt, das war's. Da haben wir Wege, glaube ich, auch noch gebaut. Was war das nochmal? Ah, da haben wir Dings gemacht. Diese Tickets, oder? Ihr seht rechts oben, ich habe 22 Tickets. Und das sind halt die, die wir zahlen müssen für die Mitarbeiter. Also man muss da wirklich dranbleiben bei dem Game. Und das macht dann schon auch Spaß auf jeden Fall. Ich hoffe, ich konnte was Neues zeigen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das Game so gefällt, was ihr davon denkt. Lasst mir ein Like oder auch ein Abo da. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.